Transformator ist also nichts Schlimmes. Ich mache es jetzt erstmal ein bisschen sinnbildlicher. Ich habe eine Spule und per Eisenkern verbinde ich diese Spule mit einer kleineren Spule. Diese Spule, hier schicke ich meinetwegen rein 20 Volt Wechselspannung. Wechseln deswegen, damit die immer wieder ein Magnetfeld aufbaut, zusammenbrechen lässt, verkehrt rum aufbaut, wieder zusammenbrechen lässt und so weiter und so fort, damit sich die Stärke in dem Eisenkern, die Stärke des Magnetfeldes ändert und damit hier in dieser Spule Spannungen induziert werden. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte hier 100 Windungen. Man sagt auch, weil das die erste Spule ist, die Primärspule. Wir reden also jetzt von Primär- und sekundärer Seite. Primär und sekundär. Second, der zweite, Prime, erste. Und die Sekundärspule hat meinetwegen nur 40 Windungen. Nur mal angenommen. Was passiert dann mit den Spannungen? Also 100 Windungen zu 40 Windungen, man kann sich es nochmal, ich sag's nochmal, so vorstellen, die erzeugt ein schönes Magnetfeld, die Primärspule, ein schickes Magnetfeld und dieses Magnetfeld wird von der aufgenommen. Aber die hat nicht so viele Windungen, demzufolge hat sie gar nicht so viele Möglichkeiten, von dem schönen Wechselfeld zu erhaschen, was hier in dem Eisenkern drin ist. Demzufolge muss es auch weniger sein. Und wenn ich jetzt das Verhältnis der Windungen angucke, kann ich sagen, das sind 100 zu 40 und wenn ich das kürze, kann ich auch sagen 10 zu 4. Wenn die Seite nicht so viel erhaschen kann, wird wohl Folgendes passieren. Dann werden aus diesen muss ich diese Spannungen ins gleiche Verhältnis setzen. Das heißt, ich habe, wenn ich hier 20 Volt habe zu 4. Ich will jetzt nicht dividieren, nur das Verhältnis hier oben. Dann muss ich hier was haben? Hier habe ich eine Spannung U sekundär. Wie wird das sich verhalten? Was werden wir hier machen? Was macht man rein mathematisch? Stürzen erstmal, ne? Probieren wir mal aus, ob das alles funktioniert. Ich habe also 20 Volt zu 10 Windungen. Ist genauso wie U sekundär, die rauskommt zu, was hat man gesagt? 4 Windungen. Ich habe einfach bloß das Windungsverhältnis gekürzt. Das ist komplett egal. Jetzt kann ich umstellen, mal 4 Windungen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ach so, bevor ich hier weiterschreibe, kann ich kürzen. Hier habe ich bloß noch 2 Volt pro Windung. 2 Volt pro Windung. Ich nehme mal 4 Windungen. Und das soll US sein. Jetzt mal sehen, was bei rumkommt. 2, hier die Windungen, die kürzen sich. Das heißt, ich habe richtig umgestellt. Und wenn ich jetzt sage, 2 mal 4 ist 8, 8 Volt müsste U sekundär sein. Noch logisch? Jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier einen richtig schönen dicken Draht und der Widerstand ist also denkbar gering. Und hier fließen tatsächlich, wegen der Wechselspannung hin und her, deswegen habe ich einen Doppelfall gemacht, hier fließen tatsächlich 5 Ampere in dieser Spule. Dann habe ich doch, wenn ich sage, P ist U mal I, kann ich einsetzen, eine Leistung auf der linken Seite von 20 Volt mal 5 Ampere und das sind P gleich 20 mal 5 sind 100. Voltampere ist eine alte Einheit, man sagt heute Watt. Gut. Da ja nichts verloren geht und auch nichts hinzugeschwindelt werden kann, müssen hier auf der Seite, auf der sekundären Seite, müssen hier auch 100 Voltampere, schreibe ich jetzt extra mal, damit Sie es dann leichter rechnen können, auch 100 Voltampere entnehmbar sein. Ich habe aber nur 8 Volt zur Verfügung und wenn ich sage, P ist U mal I, also U 8 Volt mal I sekundär, sollen wieder 100 Volt Ampere ergeben. Dann haben wir eben das schon halb im Kopf gemacht. Dann muss daraus folgen, IS muss 12,5 Ampere sein. Denn es muss sich wieder, 12,5 mal 8 müssen sich wieder 100 Watt ergeben. Ich mache mal kurz Pause. Jetzt haben wir das Thema Leistung bei einem idealen Transformator überlegt. Also, wir hatten gesagt, dann müssen hier 12,5 Ampere fließen, wenn ich nur 8 Volt sekundär hier anliegen habe. Ist ja klar, die Spule ist kleiner. Achtung, das gilt natürlich auch nicht, wenn ich hier
eine hauchfeine dünne Drahtspule nehme, dann kriege ich keine 12,5 Ampere. Dann schaffe ich es einfach nicht, dann macht mir der Widerstand das alles wieder zunichte. Aber ich gehe jetzt mal von richtig idealen Spulen und fetten Drähten aus und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir mal und sagen, was hat das Ganze mit dem, jetzt kommen wir auf Verluste zu sprechen, mit Ether zu tun. Ich mache erstmal kurz Pause.